Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war beim Action. Ja, ich war beim Action. Ja, und was ich da gekauft habe, möchte ich dir mal zeigen. Womit fange ich an? Ich fange mal mit den Getränken an. Ich habe mir Cola Sherry gekauft. Ich habe da aber drei Flaschen von gekauft. Eine ist schon leer. Ja, genau. Das ist im Moment so meine liebste Cola Zero Geschmacksrichtung. Genau, ne? Sherry. Die mag ich am liebsten. So, stelle ich mir mal hier hin, damit mir das nämlich nicht gemopst wird. Und ja, ich habe noch weitere Getränke gekauft, und zwar hier diese Durstlöscher. Da habe ich einfach mal querbeet wieder genommen, ist ja auch ein halber Liter drin. Hier habe ich jetzt einmal Eistee Pfirsichgeschmack. Wo packe ich mir das denn mal hin? Das ist nämlich alles schon so voll. Ich bin nämlich jetzt die ganze Zeit schon am Drehen. Wassermelonengeschmack. Sauerkirsch-Zitronengeschmack. Dann nochmal wieder Wassermelone, nochmal Eistee Pfirsich, nochmal Sauerkirsch-Zitrone und Multivitamin. Genau. Die durften noch mal einmal alle mit. Das sind jetzt sechs, sieben Stück. Ich glaube, von dem Multivitamin habe ich mir auch schon mal irgendwann mal eins aus der Tüte rausgeangelt. Weil das liegt nämlich jetzt schon seit ein paar Tagen da. Ja, was habe ich mir denn da noch gekauft? Ich habe noch gekauft diese kleinen ja, Aufbewahrungsdöschen. Ja, in 1,15 Liter, vermute ich, ist das. Mit dem Deckel und diesen schwarzen Verschlüssen. Ja, ist für in meinem Alex. Die passen da nämlich gut rein, von der Höhe auch. Und ja, wo ich dann einfach so kleinen Kruselzeus drin habe, was mir dann nicht mal durch die Schublade fliegt. Ja, dafür war das gedacht. Wo packe ich mir das denn mal hin da? Da packe ich mir das mal hin. So, was habe ich denn noch gekauft? Ich habe noch gekauft. Ich habe ja, so ein Schlamper Faulenzer gekauft. Einfach mal in Schwarz. Da wollte ich in meiner Handtasche auch so Kleinzeug drin haben, wo man nicht lange nach. Ne, so wie Kopfschmerztabletten. Was weiß ich. Eine Binde, ein Tampon, so Sachen, dass man da nicht lange irgendwo drin rumkramen muss. Vielleicht noch mal Kugelschreiber oder sowas, ne? Weil wer kennt Handtaschen einer Frau, ne? Ja, die Untiefen einer Handtasche, da findet man ja alles Mögliche drin wieder. Und ja, eben, dass man damit ich so Sachen zentral irgendwo hab und nicht irgendwo noch lange rumkramen muss, wenn ich was haben möchte, dass ich das dann da drin habe. Hatte ich schon mal eher. Hab dann aber dieses Täschchen, was ich da sonst in meiner Handtasche hatte, weil, wie gesagt, Handtaschen benutze ich ganz selten. Im Winter habe ich meistens alles immer nur so in der Jackentasche, aber im Moment zwischendurch fehlt mir einfach meine Handtasche. Wie gesagt, ich hatte das schon mal eher, und die Tasche, die ich vorher in meiner Handtasche habe, habe ich jetzt im Dienst, auf dem Schrank in der Diensttoilette, so für die Frauenprobleme sind da halt die Sachen drin. Genau. Ne? Und ja. Ja, genau, da habe ich dann das Täschchen damals für aus meiner Handtasche genommen. Man so lange über so einen Schlamper reden. Ja, dafür ist das jetzt auf jeden Fall gedacht gewesen. Und ja, was mal da hinten hin. So, was habe ich denn noch? Ich habe Duschgele von Nivea für den Mann gekauft. Die liebste Firma. Ja, da habe ich hier einmal Pure Impact geholt. Da habe ich Silver Protect geholt und dieses Alpine. Ja, genau, geholt. Das war eine Limited Edition. Ich glaube, die kriegt man auch so bei DM und so. Braucht man, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ja, ne? 3 in 1. Körper, Dusche, Haar. Ja, genau.
die Männer haben es dann eher einfacher. Durfte mit. Ist auch im Action, glaube ich, immer noch recht, im Gegensatz zu den anderen, ne, auch zu den Drogerien, doch echt günstig. Ne? Also mittlerweile bezahlt man, glaube ich, so in der Drogerie auch schon über 2 Euro für Nivea. Und ich meine, dass das hier irgendwie 1,90 so um den Dreh, meine ich, beim Action gekostet hat. Ja, und daher durfte das mit. So, was habe ich denn da noch? Ich habe noch mehr beim Action gekauft, und zwar diese Wärmepflaster. Hatte ich schon mal eher gekauft, so auch gerade so für Rücken und sowas. Aber die sind jetzt 2 Stück drin. Die benutze ich aber auch gerne, ja, so alle 4 bis 6 Wochen, wenn dann das Frauenproblem kommt und man doch ein bisschen Unterleibsschmerzen hat. Weil es ist im Prinzip ja genau dasselbe wie Dinger, diese Menstruationswärme-Dinger. Kann man sich die Teile auch nehmen. Es ist das gleiche in Grün. Ja, wärmt genauso. Und dafür habe ich mir das nochmal nachgekauft. Ich habe da noch welche. Ich hatte nochmal irgendwann auch ein Thomas Philips, glaube ich, ziemlich zugeschlagen. Da hat so ein Stück irgendwie um die 30 Cent gekostet von diesen Wärmeteilen. Da habe ich mir etliche gekauft. Und ja, aber die gehen jetzt zur Neige. Und auch die von Rossmann habe ich, glaube ich, gar keins mehr. Und irgendwann gab es das auch mal im Aldi extra so, diese Menstruations-Patches, Kleber-Dinger. Und ich habe dann so 2 von gekauft. Ja, aber wie gesagt, die gehen jetzt zur Neige und deswegen durfte ich das mit. Und ich muss hier oben bleiben. Was habe ich denn noch gekauft? Ich habe so fürs Handy zur Reinigung. Man soll ja seine Handy. Dings. Wieso habe ich nur noch 5 Minuten? Ist die Speicherkarte gleich voll? Diese Handy, das Display fürs Handy. So, soll man ja auch nicht mit Glasreiniger und sowas putzen. Und habe dann gedacht, probierst du das mal aus. Ja, vielleicht bringt das ja auch was. Ich mache das gerne mal mit Brillenputztüchern sonst auch. Ja. Ich mache das mal auf, wird ja eh benutzt. Ich lege das mal erstmal hier, weil Papier habe ich nämlich da hinten irgendwo. Ja, so sieht das aus. Ich habe erst gedacht, ist das eine Hülle? Ja, ist ein bisschen dicker. Fühlt sich so ein bisschen so wie Velourleder an. Ist aus 50% Nylon und 50% Polyethylenanen. Ich lasse es. Ich kann es nicht aussprechen. Aber auf jeden Fall irgendwie so ein Poly irgendwas. So, was habe ich denn noch? Fürs Büro Stifte, Fineliner und Filzliner. Genau, da muss man nämlich genau gucken, weil die sind nämlich alle in einem und demselben Aufsteller. Ich hatte mich da ja irgendwann schon mal vergriffen und hatte da Textmarker. Genau. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Liner und Feinliner am Start. Dann gehen wir weiter in die Pflege- und Beauty-Abteilung. Die hatten von Schwarzkopfpalette, Blondierung. Die habe ich mal Intensivcolor einfach mal mitgenommen. In der Farbe, ja, 10. Ist Rubio Mai Chloro. Ich weiß nicht, was für eine Sprache das ist. Ja, es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall Blondtöne und ja, so wäre das Ergebnis auch bei dunkleren Haaren. Probieren wir mal aus. Ja, soll ohne Gelbschicht, glaube ich, sein. Irgendwie sowas Effekto Anti-Amorillo wird wahrscheinlich der Effekt ohne Gelbstich sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich schätze es einfach mal. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Ist auch egal. Ja, habe ich jetzt einfach mal gekauft. Dann habe ich nochmal so Duschpinsel.
Badepiel und Badepiel mitgenommen von Science. Science ist ja auch irgendwie so eine günstige Marke, die man auch so in Sonderposten und wo nicht alles überall findet. Waren wir jetzt im Action neu. Badeperlen einmal in wo ist denn das? Da. Emerald. Wie ist es hier? Dann in Manufa. Das ist alles richtig ausspreche, ich weiß es nicht. Und zweimal in Waken. Ich weiß auch nicht, ob er dafür eine Sprache sein soll. Ist auch egal. Ich glaube, das ist nicht Englisch. So. Ja, egal. Mit Shea Butter, Arganöl und Minzextrakt. Ich habe wahrscheinlich einfach nur. Ich habe bestimmt irgendwie wieder vor Augen und nachher, wenn ich es dann lese, denke ich, ey, was erzählst du denn da? Das habe ich so oft, ne, dass ich das Wort irgendwie ja falsch lese, den Abstand, ne, wie heißt das denn? Wo man quasi Wörter trennt, ne, dass das nicht sehe und Wörter einfach falsch lese. Vielleicht habt ihr es hier auch bald. Ich habe keine Ahnung. In der Schublade passt es gerade nicht rein. Leg ich das mal hier. Genau. Und die letzten Sachen sind Masken. Die waren für mich jetzt da auch neu im Action. Jelly. Eine Moisturizer-Maske. Auch made in Korea. Dann eine Relaxing Maske. Also diese ist mit Hyaluron, mit Niacinamide. Dann habe ich nochmal die mit Hyaluron. Und dann noch eine Refreshing mit Shea Butter. Die, genau. Also da habe ich drei Sorten quasi entdeckt und habe insgesamt vier Masken davon mitgebracht. Ja. Wie gesagt, die waren neu, made in Korea. Bin ich gespannt drauf. So, und das war ja mein Action Haul. Ja, sollte dir trotz meiner doch ein bisschen chaotischen Weise heute das Video gut gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also Action Hauls kommen bei mir eigentlich immer so ja, recht regelmäßig, einmal im Monat, genauso wie DM oder auch ein Rossmann Haul. Ja, was habe ich denn noch? Ich habe aufgebraucht. Dann habe ich mein Empty-Projekt und dann zeige ich euch manchmal, was neu reinkommt. Dann bin ich an einem Trash-Paket, in einem Wanderpaket mit dabei. Und ja, guckt einfach mal vorbei. Es ist mit Sicherheit das eine oder andere, was euch vielleicht auch noch interessiert. Und wie gesagt, ich würde mich dann natürlich riesig über ein Abo freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!